Willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir die Beyblade Burst Quad Drive Cosmic Vector Battle Set an. Wir haben da drinnen... Ach, wisst ihr was? Das gucken wir gleich an. Also bis gleich. So, jetzt gucken wir rein. Also, wir haben hier das Arena Set mit zwei Beyblades. Zwei Starter und die Cosmic Vector Base Stadium Arena. Ja, es ist ein bisschen schwierig, alles in einem auf einem Bild zu fassen. Ich muss mal hier den Sticker wegmachen und dahin kleben. So, alles irgendwie in ein Bild zu bekommen, ohne viel Hintergrund und Nebensachen aufzunehmen. Und hier haben wir natürlich nochmal alles drin. Wir haben, welchen Beyblade haben wir? Destruction Bellfire B7 und wir haben Magma Infritor 17 oder E7, bin mir ganz nicht sicher. Und beide kann man in vier Möglichkeiten aufbauen und antreten lassen. Ja, ich bin leider voll der Noob, ja. Gebe ich ganz klar zu, ich bin einfach ein Casual-Spieler oder Casual-Blader. Und deswegen habe ich nicht viel Ahnung. Da bin ich ganz ehrlich, ich habe erst vor kurzem wieder mit Beyblade angefangen, oder was heißt vor kurzem, vor einem Jahr oder so, aber auch nicht so intensiv, ja. Und deswegen, ja, ich habe mir die hier gegönnt, die habe ich ganz günstig bekommen, weil die schon geöffnet war, es war ein Display-Modell, deswegen ist ja auch alles ein bisschen offen und so weiter, deswegen habe ich die auch vergünstigt bekommen, aber die Arena, oh, okay, ja gut. Da fliegt mir alles entgegen. Man sieht, dass die Arena noch unbenutzt ist. Bloß voll mit Haaren. Hundehaare oder so. Naja, wir schauen mal, was wir hier finden. Ich baue erstmal die Arena auf und dann schauen wir uns die Base an. Das kriegen wir doch alles hin. So. Die Arena aufbauen wird wohl recht einfach sein. Ich muss auf jeden Fall die vier Füße erstmal hinmachen. Und natürlich bleibt ihr dabei. Ich lasse euch da nicht hängen. Ihr dürft alles live miterleben. Ah, hier unten gehen die Füße rein. Also hier rein. Dadurch. Oh, ihr seht es ja gar nicht. Hier rein, dadurch. Und dann kommt das hier einfach so da oben drauf. Oder wie? Scheint so. Ach nein, die Füße kommen einfach nur so rein. Die werden nur so reingeklippt. Das brauchen wir für den Deckel. Okay, jetzt habe ich's. Okay, dann kommt hier noch ein rein. Einfach nur reinklippen. Und zack, dann ist drin. Mit ein wenig Gewalt. Hier drüben dasselbe. Ich versuche es so hinzubekommen, dass man es auch sehen kann. So. Geh da rein. Du bitte auch. Okay. Und der letzte Fuß. Schön rein da. So. Geht nicht zu 100% hinein. Okay. Mal den ganzen Staub und Dreck da raus. Ich weiß nicht, müssen die hier raus oder bleiben die drin? Ich glaube, die müssen raus. In der Anleitung steht auch nichts richtig. Doch, die kommen raus. Ja, ich habe instinktiv alles richtig gemacht. Dann tue ich die mal raus. Die stören ja nur. Kann ich später wieder reinmachen. Boah, Alter, das ist aber ziemlich fest da drin. Und der Deckel. Den setzt man drauf. Wie rum kommen die rein? Ah ja. Die hakt man dann hier so ein, so schräg einmal. Und dann zweimal und dann ist es fest. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Ich glaube, man kann die seitlichen, also man kann hier die seitlichen bestimmt auch noch mit reindrücken. Dann ist es noch fester, aber
dass ich es wieder leichter schnell wegbauen kann, lasse ich das jetzt so leicht gebaut. Und dann haben wir schon die Arena gebaut. Ich bin mal gespannt, wie gut die sich, wie gut die sein wird. Ich glaube, ich muss die Kamera dann ein Stück auf die Seite. Aber das machen wir gleich. Hier haben wir also die Arena. Man sieht, die ist schön recht groß, was echt gut ist. Irgendwie sammelt sich wie immer Staub und Haare und Schmutz und alles gleich an. Aber ja, hier haben wir die Arena. Sieht recht groß aus. Und ich bin mal gespannt, wie die sich, wie es hier gleich abgeht in der Arena. Aber das Wichtige, was als nächstes noch wichtig ist, sind die Base. Und ich muss jetzt mal kurz nachschauen, wem welcher Ring gehört. Hier, dir gehört, ja. Also wir haben hier die zwei Sachen schon zusammen. Wie gesagt, es war ein Display-Modell, deswegen ist das schon alles relativ zusammengebaut. Das gehört da dazu und das dazu. Und dann haben wir hier den Rest. Ist das auch abnehmbar? Ja, okay. Also in Quad Drive war es natürlich interessant, dass man vier verschiedene Modi hat mit den ganzen Base. Und ich schaue mal auf die Namen, dass ich die richtig mache. Hier haben wir Destruction Bellfire, Entschuldigung. Den baue ich jetzt mal kurz zusammen. Ist relativ einfach. Wir lassen jetzt erstmal die erste Version. Ich glaube, das ist der Tiefe. Na? Oder bist du ein Linksdreher? Ach nee, ich bin einfach nur falsch. So, hier haben wir Destruction Bellfire. So sieht der Boy aus. Und die Sache mit dem 4 Modi ist einfach, man hat ihn so. Das erste. Dann kann man hier unten die Spitze, den Tipp noch ändern. Die kann man noch abmachen. In welche Richtung? In welche Richtung? In welche Richtung? Ah, in die Richtung. Zack. Und dann hat man noch eine andere Tipp. Dann wäre das hier so der zweite Modus. Zack. Das ist dann der zweite Modus. Bisschen tiefer gelegt. Und natürlich kann man den dann umbauen zum High-Modell. Dazu muss ich nur dann muss ich erst das hier raus nehmen. Ja, erst das hier raus. Und dann hier das hier raus. Ich weiß es noch von den anderen. Und jetzt muss das hier vorab so rum rein. Zack. Und das wäre dann das hier von unten, so viel ich weiß. Wie gesagt, ich habe mich nicht wirklich, tue mich gerade richtig grünäugig mit euch da, blauäugig mit euch da reinballern, um zu schauen, ob das funktioniert. Normal sollte das funktionieren. Ich habe das bei den anderen auch hinbekommen. Also erst so rein und dann von unten, habe ich gedacht. Oder bin ich da ein bisschen auf einem Holzweg? Doch, doch, doch. Das muss so gehen. Also, wenn ich den normal mache, zack, dann lege ich das hier so rein. Und dann drehe ich das fest. Aber jetzt möchte ich es von unten reinballern. Weil ich will ja den hohen Modus. So. Und dann mache ich das so fest. Und kommt er dann hier oben drauf? Ja, genau. So, jetzt habe ich es. So, und dann haben wir auch wieder zwei Modi. Einmal mit der kurzen, also mit der verkürzten Spitze. So. Zack. Dann sieht er so aus. Oder natürlich die Erweiterung. Und dann sieht er so aus. So.
Wir fangen aber mit dem Standardmodell an. Das heißt, das hier wieder festmachen. Und das hier wieder unten ran machen. Zack. Und halt, jetzt muss ich den erst raus. Rausdrehen. Den hier unten rein. Und den von oben rein. Und das gleiche haben wir beim roten auch. Ich bin nur verwirrt, weil ich einfach nicht so gut bin darin, das Zeug hier wieder zusammenzubauen, weil ich einfach zu wenig Erfahrung habe mit der ganzen Burst-Serie. Und wie man die Dinger umbaut. Ah, jetzt. Yeah. Nein, warte mal. Muss ich den erst hier reinbauen? Muss er hier erst rein? Und dann von unten drauf? Das wäre ja einfacher. Nein, nein, das geht nicht. Dann geht er nur von oben. Genau, und jetzt wenn ich ihn von oben rein... Ah, ich muss erst den reinstecken. Ich verstehe. Erst der hier rein und dann kann der von unten wieder rein. So. Ha, ich hab's Prinzip verstanden. So, wir machen jetzt den Standardmodus. Und das bei allen beiden. Zack. Das heißt, hier ist auch der Standardmodus. Das war nochmal wer? Magma in Friedhof. Da bin ich mal gespannt. Du bist auch ein Rechtsdreher, oder? Ja, beide drehen sich rechts. Und dann haben wir die Standard-Base-Starter. Aber sind wir mal ehrlich, die sind nicht wirklich geil. Sind wir mal ehrlich. Ich probiere es jetzt aus einfach. Ich glaube, ich werde aber gleich meinen japanischen Starter nehmen. Ja, okay, es geht. Es geht, es geht. Für das, okay. Ich muss mal schauen, dass ich alles hinbekomme. So haben wir alles drin. Hoppla. Bitte bürste nicht, bevor es losgeht. So, dann bereite ich alles vor. Und jetzt testen wir einfach mal, wie sich die zwei schlagen. Ich mache immer abwechselnd den Start, um zu schauen, damit es auch gleich mir, dass mir jetzt auch gleich fair bleibt. So, wir haben als erstes starten wir mit Magma Infritor und danach kommt Destruction Belfire hinterher. 3, 2, 1, Lady Drift und der zweite hinterher. Jetzt schauen wir mal, wie die sich schlagen. Die Arena ist schon ziemlich cool. Also die Arena, allein dafür lohnt es sich. Aber da ist natürlich die Ausdauer von Magma Infritor natürlich voll nicht gegeben. Das war ziemlich unspektakulär. Jetzt machen wir es mal andersrum. Ich nehme meinen japanischen Starter. Moment, den hole ich kurz. Wäre ich mal besser vorbereitet gewesen. Wo bist du? Ja. Ja. Damit geht's schneller. Schneller und besser. Damit geht's schneller und besser. Jetzt können wir gleich starten. 3, 2, 1. Und man sieht auch mehr Power. Jetzt habe ich es wieder falsch rum gemacht. Ich glaube. Attack Type. Ah ja, okay. Jetzt weiß ich es auch. Hier, Destructor Bellfire ist ein Attack Type. Und ich habe vergessen, mein Handy lautlos zu machen. Und Magma Infritor ist ein Balance-Type. So, jetzt starten wir mal mit dem Attack-Type. Und sie sind alle beide noch im Standard-Modi. Oh, shit, Alter. Voll gebürstet. Junge, okay. Wow. Okay, ich muss echt aufpassen, Mann. Die schießen ja hier echt gegen den Bildschirm. Gefährlich, gefährlich. Nice. Okay, jetzt baue ich mal um. Und zwar ändere ich mal hier die Spitze bei beiden. Und dann schauen wir mal, was gleich passieren wird. Alter Falter. Schießt hier noch gegen meinen Monitor, dann geht er noch kaputt.
Das wäre schon witzig. Also, es wäre traurig, aber irgendwo auch witzig. Gut, wir schicken wieder den Attack-Type zuerst rein. Den, ich sollte mir das echt mal aufschreiben hier. Destructure Balefire, Magma und Frito. Okay, Destruction Balefire, 3, 2, 1. Und Magma, 3, 2, 1. Oh! Oh! Holy Quacamole, das ging schnell. Okay, da war ja gleich ein Burst. Finish. Oh, alter Falter. Okay, wir machen das nochmal. Diesmal andersrum. Diesmal starte ich mit Magma. Und danach kommt Balefire. Alter. Also der hatte ja einen richtig schnellen Burst. Okay, 3, 2, 1, los. Und 3, 2, 1, los. Ah, da bleibt er eher verteidigend in der Mitte auf Ausdauer. Jetzt geht der Kampf los. Ja, ich merke schon, okay. Da war natürlich Destruction Balefire eher auf Ausdauer gelegt. Jetzt baue ich nochmal um. Jetzt probieren wir den hohen Modus aus. Natürlich im Standardformat erstmal. Zack. Also das hier weg. Das hier ab. Ich habe es jetzt echt verstanden. Und jetzt andersrum rauf. Von unten. Na, wie rum? Irgendwann musst du reingehen. Jetzt, glaube ich. Hallo? Hä, bin ich jetzt doof? Ich müsste doch jetzt... Ja, jetzt. Okay. Ich war noch falsch rum. Nein, geh wieder rein. Und dreh. Und dann kommt der hier oben drauf. Zack. Und wir haben den Modus geändert. Zack. Jetzt sind wir im hohen Modus. Und das machen wir jetzt auch hier mit unserem Magma Infitor. Zack. Hoppla. Natürlich fällt mir das runter. Natürlich. Einmal raus. Einmal raus. Unten wieder rein. Zack. So langsam habe ich den Dreh echt raus. Oben drauf. Und jetzt haben wir bei beiden den hohen Modus. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie die sich schlagen. Beide hoch. Fangen wir an. Wir starten erst mit Balefire. Und den anderen gleich hinterher. Okay. Okay, okay, okay. Oh, ziemliches Kopf an Kopf Rennen. Ich starte nochmal. Diesmal andersrum. Der hier wäre schon fast geburstet. Die Arena gefällt mir sehr. 3, 2, 1. Und 3, 2, 1. Okay. Balefire hat schon wieder gewonnen. Dann machen wir das gleiche noch einmal andersrum. Mal schauen, was passiert. 3, 2, 1. Und 3, 2, 1. Also in der Arena ist echt viel Platz. Kann man schon fast 3er oder 4er Battle machen. Okay, Balefire war ein bisschen länger. Jetzt ändern wir die Spitze. Dazu muss ich rausmachen. Bei beiden. Und wir schauen mal, wie die sich so schlagen. Hoppla, wo? Ah ja. So. Zack, geändert. Das machen wir hier jetzt auch. Spitze ab. Abgedreht. Und wieder rein. Zack. Fest. Und jetzt legen wir wieder los. Balefire, der Name ist mir im Kopf geblieben. Balefire geht los. Und Magma hinterher. Let's go. Ja, da ist
Magma schon sehr aggressiv und Belfire eher auf Ausdauer gelegt. Ziemlich nice. Machen wir das Ganze noch einmal. Diesmal andersrum. Starten erst Magma und dann Belfire. Oh, der war ja. Das war jetzt mein Fehler. Fehlstart. Probieren wir es nochmal. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. Nice. Okay, Destructor. Belfire hat schon wieder gewonnen. Dann machen wir nochmal den nächsten Testlauf. 3, 2, 1. Und nochmal festmachen. Schnell, schnell, schnell. 3, 2, 1. Ja gut, da habe ich zu lange gebraucht. Oh, fast ein Gleichstand. Cool. Was kann ich zu der Arena sagen? Die ist ultra nice. Zu dem Base kann ich noch nicht viel sagen. Da muss ich abwarten, was die Zeit so bringt. Aber was ich auf jeden Fall austesten möchte, ist nämlich meine japanischen Base da in die Arena zu schicken. Ich muss mal gucken, wo ich die habe. Andere Box. Ich schicke jetzt mal meine japanischen Base rein. Und zwar habe ich hier... wo habe ich sie? Ich glaube, meine zwei stärksten wären einmal Jane Ragnarok und mein Seafoid Excalibur. Die lasse ich jetzt gegeneinander antreten und mal schauen, was jetzt passiert. Wie gut die Arena sich gibt. 3, 2, 1, let it rip! 3, 2, 1, let it rip! Okay. Ah, da hört das schon heftiger. Also bei denen geht es schon heftiger ab. Da merkt man auch den Unterschied. Oh. Jane Ragnarok hat gewonnen. Die hier wiegen gar nichts. Und die hier wiegen einiges. Also das ist echt ein großer Unterschied. Die hier haben richtig Gewicht, die Base. Im Gegensatz zu den Quad Drive Base. Also, da muss ich schon sagen, nicht schlecht. Jetzt machen wir das Ganze nochmal andersrum. 3, 2, 1. Und 3, 2, 1. Alter, die schießen nur so durch die Arena. Sehr schön. Da hat Excalibur richtig rasiert. Richtig nice. Wir haben noch einen Kampf. Ah, das macht so Spaß. Alleine ist halt immer ein bisschen doof. Zu zweit ist es cooler. Aber ja. Ich schicke jetzt nochmal Excalibur raus. 3, 2, 1. Und einmal Ragnarok. 3, 2, 1. Let's go. Es ist halt, wenn man nicht gleichzeitig startet, verliert meistens der später gestartet wird. Verliert meistens der als erstes gestartet wird. Ziemlich coole Arena. Im Moment für mich die beste Arena, finde ich. Die finde ich jetzt echt super. Die Arena ist super. Zu dem Base kann ich nicht viel sagen. Die habe ich jetzt erst getestet, aber es sind halt Hasbro Base. Das heißt, die sind jetzt nicht wirklich der absolute Wahnsinn. Vor allem im Gegensatz zu den japanischen. Da haben die einfach keine Chance. Da werden die auch nie eine Chance haben, weil die japanischen immer ein bisschen einen Vorteil haben, weil die schwerer und stärker sind. Ist halt, ist einfach so. Da kann man nichts gegen tun. Und das wird auch immer so bleiben. Und deswegen, ja. Also Fazit von mir. Arena top. Beste Arena bisher. Im Gegensatz zu, also mal abgesehen von dieser Standard-Mega-Battle-Arena-Standard-Ding mit den Taschen, wo man in die Taschen reinballern kann. Aber sonst, hier ist halt der Vorteil, es gibt nicht viel, wo die Base hängen bleiben können oder wo es die rausballern kann aus der Arena. Das heißt, die müssen wirklich entweder bis zum Schluss kämpfen oder bis einer burstet. Deswegen ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ich mag das eher, wenn die wirklich bis zum Schluss kämpfen können.
die Base und ich krieg das schon wieder nicht hin. Das gefällt mir schon ein wenig mehr. Aber ich werde mich jetzt in Zukunft ein wenig mehr wieder mit Beyblade beschäftigen. Mich hat es wieder gepackt, so ein bisschen. Deswegen, ja, werde ich da wieder ein bisschen mehr Videos machen. Und ja, ich habe nämlich noch ein bisschen was euch, was ich euch noch zeigen kann. Nämlich, ich habe hier sehr günstig, das hier habe ich vom Steinaufwand mal zugeschickt bekommen. Das heißt, den Brave Valtrek V6 werde ich auch auspacken und dann werden wir uns den mal anschauen. Und dann habe ich noch dieses Set am Start, das habe ich extrem günstig bekommen. Einfach weil es richtig demoliert war. Aber die Base wurden nie gebraucht. Deswegen haben wir hier Sling Shock Beyblade Burst Turbo, glaube ich. Wir haben hier einmal Stone Axe Quetzico und N-Guard. Ich habe die Serie leider zu wenig geguckt. Die sagen mir nichts. Aber die werden wir auch testen. Dann habe ich natürlich auch neue Takaratomi am Start. Ich habe hier einmal. Oh Gott, wo ist der Name? Ah, hier haben wir einmal Greatest Raphael einmal am Start. Und ich habe noch einen Booster, also einen Blind Booster. Ich hoffe, ich kriege den Excalius. Der war nice. Also ein Blind Bag. Oh, der wäre so geil, der Excalius. Und natürlich, was ich schon lange ankündige, Hello Kitty. Da bin ich richtig gespannt. Will ich endlich aufmachen. Deswegen wird da in Zukunft ein bisschen mehr kommen von Beyblade, also von mir, von Beyblade. Und ja, die die neue Generation Beyblade X habe ich auch schon die Base vorbestellt und die Arena und alles. Deswegen werden wir uns das auch anschauen, wenn es rauskommt. Dauert ja nicht mehr lang. Und ja, das war's eigentlich. Fazit nochmal, die Base sind okay. Die Arena ist unglaublich, also lohnt es sich. Es lohnt sich wirklich. Beste Arena, finde ich meiner Meinung nach. Weil die schön viel Platz bietet für große und lange Kämpfe. Und auch hier ist schön offen. Da kann man richtig schön fighten lassen. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, das war's eigentlich. Nochmal danke und ciao.